Seit vielen Jahren ist es in Perleberg und Wittenberge Tradition, am 9. November, anlässlich der Reichsprochromnacht von 1938, mit Gedenken und Inhalten an die Opfer der faschistischen Diktatur zu erinnern. Aus diesem Anlass wurden auch in diesem Jahr bei einem Rundgang durch die Innenstadt von Perleberg die Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig symbolisch geputzt und mit Blumenniederlegungen geschmückt. Die Steine sollen an Menschen erinnern, die in der Zeit des Nationalsozialismus deportiert wurden und meist dem Holocaust zum Opfer fielen. Die Veranstaltung wird unterstützt durch die evangelische Kirchengemeinde St. Jakobi Perleberg, der Schule ohne Rassismus des Perleberger Gottfried-Arnold-Gymnasiums sowie durch den Bund der Antifaschisten. Es geht nicht um das Putzen der Steine, es geht um das bittere Erinnern. So Peter Krips, Mitglied in der Prignitzer Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. An den Steinen von Malvine Sternberg, Adolf Lewandowski, Markus Lang und Margarete Frank wurde in diesem Jahr der Opfer gedacht. Diese Aktion gegen das Vergessen verliert auch heute nicht an Bedeutung und ruft noch einmal ins Gedächtnis, wie wichtig eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ist, damit heute Feindseligkeiten und Gewalt keine Chance mehr haben, eine Gesellschaft zu vergiften. Anlässlich des 80. Jahrestag der Novemberpogrome fand später am Abend in der Aula des Gottfried-Arnold-Gymnasiums eine weitere Gedenkveranstaltung statt. Hier wurde das Theaterstück Die Judenbank von Reinhold Massak mit einer beeindruckenden Darstellung des preisgekrönten Schauspielers Lars Wild aufgeführt. Thank you.